Ja, herzlich willkommen zum neuen Video, ein Spontanvideo mit neuer Kamera. Und zwar geht es um Schwarmeinfang. Also wie ihr hinten seht, meine Bienen am Raps. Ich kam hier heute an und da habe ich einen Schwarm wegfliegen sehen. Vom schwächsten Volk, dem letzten Volk in der Reihe, dem Volk, wo ich letzte Woche nicht nachgeschaut hatte, weil ich dachte, das ist so schwach, das wird nichts. So, wenn wir hier das Flugloch uns anschauen, bei dem ersten kam ein Schwarm raus. Das habe ich ja schon erzählt und alle anderen sind ja wirklich fleißig dabei, Rapshonig zu sammeln. Ja, und ein gewaltiger Schwarm. Ne? Ich zeige es euch gerade mal. Da muss ich hier ein bisschen hier rüber gehen. Ne, ich weiß nicht, sieht man das? Ich bin mit der Kamera noch total ungewohnt. Er ist auf jeden Fall da oben, hängt er. Ich habe jetzt was gemacht, was man nicht machen soll, aber ist ein Naturdenkmal hier. Da wollte ich jetzt keine Bäume umsägen. Und zwar habe ich einfach eine Brutwabe hochgehängt mit dem Spanngurt. Das lasse ich jetzt hier einfach ein paar Minuten hängen, dann laufen die Bienen ein. Und dann kommen die einfach ab in die Kiste. Ich habe zum Glück... Oder ich nehme immer eine Zarge, also eine Beute, komplett Boden, Deckel, Zarge und ein paar Mittelwände mit. Habe ich eigentlich immer im Auto. Und da schmeiße ich die dann rein und dann stelle ich die da hin. Und dann ja, kriegen die gleich einen neuen Honigraum. Und dann schauen wir mal, was passiert. Man kann es ansonsten auch, habe ich auch schon gemacht, einfach in das Volk wieder reinschmeißen, den Schwarm, wo er rausgekommen ist. Das funktioniert auch ganz gut. Ja, ansonsten... wenn euch so ein kurzes Video gefällt, auch gebt mir einen Daumen nach oben. Auch wenn ihr mit der neuen Kamera zufrieden seid, gerne auch in die Kommentare. Oder wie ihr die Schwarme fängt, würde mich noch mehr interessieren, ob es da noch eine coolere Methode gibt. Ja, ansonsten sind wir hier bei dem Bienenstand am Raps. Ja, man hat es hier, das letzte Volk. In der Reihe habe ich natürlich, wie gesagt, ich habe an dem Tag, glaube 52 Bienenstände angeschaut, also das war dann das Volk Nummer 65, 66, irgendwie sowas. Und ja, aber man hat es wieder gesehen, es lohnt sich bis zum Schluss konzentriert zu bleiben. Aber zum Glück, wie gesagt, bin ich ja jetzt auch vorbeigekommen und habe das gesehen und kann das dann gleich einfangen. So. Wir sind einen Schritt weiter, also wie gesagt, kurz die Wabe für ein paar Minuten da unten hängen lassen, dann die Bienen in die Beute rein, hier aufsitzen und dann habe ich das einfach abgeschüttelt. Ja, und man sieht es jetzt hier, ja ganz schön, die laufen hier schön ein. Ja, das war's, jetzt kann man das nochmal abschütteln. Dann fallen die auch noch mal hier vor das Loch. Also da oben sitzen sie, jetzt schütteln wir den Baum. Dann fallen die runter, direkt vors Flugloch. Und dann laufen die da sehr schön in die Beute ein. Ja, man sieht es, wie der ganze Bienenstrom da sauber einläuft. Es ist natürlich ein riesen Gesumse, aber ja. So ist es. Das mache ich jetzt vielleicht noch einmal. Dann lasse ich die hier stehen und schaue mir nochmal einen neuen Bienenstand an. Das Tagesprogramm am heutigen Sonntag ist ja leider noch nicht voll. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal.